Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 3. Ich hatte eine kleine Pause gemacht, weil ich eine ganze Menge andere Sachen auf dem Kanal hatte, aber jetzt machen wir weiter. Ich weiß, bald kommt Immortal Empires. Angeblich irgendwann im August soll eine Open Beta stattfinden, das ist schon bekannt. Dann können wir quasi schon mal reinschauen und werden über 550 verschiedene neue Siedlungen auf der Map erleben, die Warhammer 1, 2 und 3 miteinander verbinden wird und alle davor gekommenen DLCs, die ihr in diesen drei Spielen bereits schon erworben habt. Wobei zugegebenermaßen in Warhammer 3 ist das sehr überschaubar. Aber die anderen beiden, die haben auf jeden Fall einiges auf der Platte. Ja, und ich werde es euch natürlich zeigen, sobald ich es darf, sobald ich Zugriff darauf bekomme, sodass ich es euch zeigen kann. Momentan kann ich euch nur das leider sagen, was bereits öffentlich bekannt ist, was ihr vielleicht auch schon wisst. Also wie gesagt, irgendwann im August vermutlich als Open Beta und noch nicht wirklich als finale Release-Version, weil das Ding braucht anscheinend ein bisschen länger, als man es ursprünglich gedacht hat. Aber dafür haben wir damit über 280 Stadtfraktionen es tatsächlich zu tun und angeblich mit 86 unterschiedlichen Legendary Lords, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich sind das also ziemlich alle, aber nicht alle davon können wir wahrscheinlich spielen, es sei denn, wir haben wahrscheinlich die entsprechenden DLCs und die bringen die natürlich entsprechend mit. So, wir spielen heute, ich habe es ja schon vor einiger Zeit angekündigt, Miao Ying. Wir spielen nun die nördlichen Provinzen, also generell Katai. Und ich habe mich für Miao Ying entschieden, weil, sie hat eine ganze Menge Ballerburg-Potenzial. Und das finde ich eigentlich persönlich ganz, ganz lustig. Und ich habe sie auch persönlich bis jetzt selber noch am allerwenigsten gespielt. Und deswegen möchte ich sie gerne mit euch gemeinsam hier zum Erfolg führen. Und vielleicht haben wir Glück. Und das Ganze überschneidet sich vielleicht gerade so mit dem Start von Immortal Empires. Wir werden sehen. Auf jeden Fall starten wir jetzt nur eine sehr schwer Kampagne. Wir haben 20% mehr Munition in ihrer gesamten Fraktion, mehr Führerschaft beim Kampf gegen Chaosdämonen, was sehr, sehr praktisch ist. Und erleiden weniger Korruption, beziehungsweise bauen die Korruption um 2 Punkte pro Runde eher wieder ab. Darüber hinaus haben wir unsere eigene Armee, 50% weniger Kosten für Geschossinfanterie und eine Harmonie von Yin plus 3. Ihr wisst ja, wir haben ja diese Yin-Yang-Harmonie, die wir immer wieder ausgleichen müssen, was gar nicht so einfach ist. Das ist so wirklich die Waage ins Gleichgewicht bringen. Starten wir, meine lieben Freunde, starten wir. Und am Anfang haben wir ja, wenn sich hier nicht allzu viel geändert hat seit Release des Spiels, relativ früh mit einem Vasallen dem guten Fate Weaver, naja, dem Guten, ne, zu tun, der uns schon jenseits unserer Mauern ordentlich Trouble macht. Wir müssen also relativ schnell die Kontrolle über das gewinnen, wir müssen schnell die große Bastion wieder schließen und unter Kontrolle bringen, dann haben wir eigentlich die bestmögliche Ausgangssituation und dann können wir anfangen, die anderen karthagischen Reiche unter uns zu vereinen. Ich werde es natürlich wieder versuchen, friedlich zu machen, was aber auf sehr schwer, wie ihr bekanntlich wisst, jetzt nicht unbedingt immer das Einfachste ist. Der Geist des Bären. Grand Cathay, a vast empire to the east, ruled by powerful creatures, dragons, who can inhabit human form. You are gravely mistaken. We have no interest in a mere god's power. No interest in power to use against the forces of chaos? I am Miao Ying, the Storm Dragon, older than the gods themselves. You are here for a greater purpose. This map shows the energy of all things. There should be harmony, but the world is unbalanced. My younger sister, Shenzu, bringer of light and hope. She ventured beyond the Norsken Mountains, but was lost. Without her light, darkness prevails, and our family has no comfort. Though I feel your loss, the Tome of Fates provides no insight to your sister's whereabouts. Ursa knows he witnessed her fate. Then why does he not tell you, Iron Dragon?
there is mistrust between dragons and gods. If we save Ursun, he will tell us how to find Shenzhou. Let me serve you, mighty dragons. I can reach Ursun, lead you to him before it's too late. For one drop of his blood. Your destiny is to guide us. The armies of Cathay must breach the maelstrom and march into chaos. Balance will be restored to the world when Shenzhou is returned to you. Das ist ja fast schon ein Spoiler, also kehrt sie zurück. Hätte ja auch sein können, dass hier was Schlimmes passiert ist, ne? Unser Ziel ist klar. Wir finden die verlorene Schwester. I am the anointed guardian of the great bastion. Any breach brings great dishonor upon me. So prove your worth, mortal. Ja, große Matriarchin. In der großen Bastion existiert tatsächlich ein Riss. Die Heere des Zensch dringen durch die Ruinen des Schlangentores ein und haben den Terrakotta-Friedhof übernommen. Auch an anderen Orten wird die Bastion durch die Streitkräfte des Wandlers bedroht. Den schrecklichen Xianxi, wie ihr ihn nennt. Doch trotz der Angriffe gibt es noch tapfere Verteidiger, die euch treu ergeben sind. Unterstützt sie! Und sie werden freudig mit einer ehrwürdigen Drachin konföderieren. Ihr werdet solche Verbündeten brauchen, denn auf der anderen Seite der Mauer lauert die größte Gefahr. Die ewige Belagerung dauert an, denn die dunklen Mächte lechzen immerfort. Dort wartet auch der Drahtzieher dieses Übels. Kairos Schicksalsweber bezwingt das dämonische Orakel, bevor es die Bastion stürzt. Schicksalsweber ist tückisch und diese Invasion nur ein Teil seines Plans. In den Minen von Nanyang lässt der bösartige Einfluss des Wandlers Unruhen schwelen. Schlagt sie schnell nieder, um eure Autorität zu stärken. Bevor wir diesen Kampf in die Reiche des Chaos verlegen können, müssen wir die Harmonie im Großkaiserreich Cathay wiederherstellen. Es gibt viel zu tun. Dann fangen wir am besten mal damit an. So, unsere erste Aufgabe ist es, diese Armee zu besiegen. Dann bekomme ich einen Astromanten. So, erstmal gucke ich natürlich, was ich jetzt hier noch machen kann. Momentan haben wir die Möglichkeit, hier schon mal Eisenhagelschützen, also die Shotty-Ladies hier auszubilden. Es wäre aber auch, glaube ich, gar nicht dumm, die hier ausbilden zu können. Aber das könnte man ja auch in einer Nebensiedlung machen. Mal überlegen, was will ich hier als allererstes machen? Wir haben momentan einen Überschuss an Yin, glaube ich. Ja, 3 Punkte Yin zu viel. Das heißt, ich könnte darüber nachdenken, hier irgendetwas mit Yan zu machen. Mehr Einkommen generieren, unterbindet den Bau des Gewürzmarktes. Ja, das ist klar. Mehr Wachstum hier, Baukosten für Gebäude reduzieren, das ist schon mal nicht schlecht. Wobei, es gibt wahrscheinlich noch was Besseres. Hab ich nicht. Doch, Wachstum, natürlich Wachstum. Warum auch immer ich das gerade eben falsch geguckt habe. So, jetzt attackieren wir hier diesen komischen Vogel. Und das wird offensichtlich ein sehr klarer Sieg. Wahrscheinlich bereue ich das jetzt, diesen Button gedrückt zu haben. Die Verluste sind echt absurd hoch. Egal. Schatzkammer, Verlustversteuerung. Ne, ich hole mir lieber hier tatsächlich die Verlustversteuerungsrate. Und dann bleiben wir jetzt kurz mal hier stehen. Wir haben die erste Mission abgeschlossen. Bekommen jetzt hier den Astromant. Sehr gut. Mission erteilt, entsende den neuen Helden. Ja, das machen wir doch auch gleich mal. Direkt hier in die Armee rein zum Auskundschaften. Nächste Mission geschafft. Wir müssen 2 weitere Einheiten rekrutieren. So. So viel dazu. Also, dann holen wir uns mal hier. Ich habe ja eigentlich schon eine relativ gute Nahkämpfer. Ich hole mir mal die 2 Eisenhagel-Ladies hier an dieser Stelle. Die sind ja auch spottbillig, muss man ganz ehrlich sagen. Und haben auch hier aufgrund unseres Fraktionsbonus schon mal mehr Munition. So, wir forschen. Und ich möchte hier auch sehr, sehr gerne auf Yan gehen. Bauernbärsträger, Speerträger, mehr Rüstung. Gott, ich kann gerade nicht reden.
Ja, komm, hier mehr Rekrutierungslevel für die Bauernspeerträger und auch noch ein paar andere kleine Boni. Nichts allzu Geiles. Dann müssen wir eine Karawane losschicken. Ach, wir bekommen das hier gerade eben erklärt. Wie süß. Weiß ich alles schon. Sag mal, kann ich das nicht irgendwie... Ich hätte auch das X klicken können, ich weiß. So, abgeschlossen. Also, wir entsenden ihn. Was kann ich denn hier erfordern? Ich gehe ja eigentlich immer sehr, sehr gerne von Anfang an direkt den höchsten Gewinn abholen. 2100 wirkt hier sehr geil. Kann ich aber hier direkt auf die 1000 hochbringen. Genau, auf nach Ehrengrad. Go for it. So, und dann gehen wir nochmal auf die Diplomatie und gucken, was wir jetzt hier noch beim schnellen Handel vielleicht machen könnten. Bei den imperialen Wachen ist, so wie es aussieht, ein Nicht-Angriffspakt drin. Kann ich den hier noch erweitern? Momentan würde ich 56 Gold bekommen. Wenn ich das hier noch mit reinnehme. Auch nur 56. Hä, jetzt mach doch mal diese Zahlungen raus. Ach Gott, ich habe mich völlig... So, und jetzt sind es 157. Komm, wir machen hier das volle Programm. Zack, die... So, ansonsten will keiner, doch, die himmlischen Loyalisten würden mit uns noch einen Handel durchführen. Und auch einen militärischen Zugang. Das machen wir alles sehr, sehr früh jetzt hier gerade eben schon. Bezweifle, dass jemand einen militärischen Zugang machen will, das haben wir nämlich gerade alle schon gemacht. Militärische Bündnisse will auch keiner. Ich finde es echt ein bisschen behämmert, dass unser eigener Bruder nicht wirklich so richtig mit uns will, ne? Keine Ahnung, warum. Wir sind ihm wahrscheinlich peinlich oder so. So, wir rekrutieren Truppen. Als nächstes müssen wir uns das da holen. Und dann sind wir eigentlich schon hier an dieser wichtigen Position. Let's go. Heizen wir durch. Die Minen von Nanyang werden auf jeden Fall wichtig. Mission abgeschlossen. 1000 Gold für 2 rekrutierte Einheiten. Erobert Minen von Nanyang. Wie groß sind deren Verteidigungsanlagen? Ist, glaube ich, überschaubar. Das hier wäre ein Pyrrhus-Sieg, Leute. Aber wir werden es nicht berechnen. Wir werden angreifen. Und zwar sehr, sehr straight. Der hier kann ja zum Glück ballern. Du kannst ballistisch schießen, du kannst ballistisch schießen. Das werden wir schon hinkriegen. Wobei ich zugeben muss, dass dieses Ding hier immer wieder überraschend gut verteidigt werden kann. Einfach weil es so kompakt ist. Dann einfach so, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich habe keinen Vergleich. Es ist einfach mega kompakt wie so eine kleine Burg. Also diese letzten 5% sind die anstrengendsten nach wie vor für das Spiel. Muss man ihm lassen. Okay, ich versuche mal ein bisschen mehr Magie zu kanalisieren. Ich zocke ein bisschen. Ja, okay, das hat geklappt. Wir haben immerhin jetzt hier 14 erreicht. Will ich hier rein oder will ich hier rein? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Hier ist halt wenig Möglichkeiten drüber zu ballern. Hier können wir eher schießen. Ganz im Ernst, ich werde diese armen Teufel hier bereitwillig opfern für die höhere Sache. Da kenne ich nix. Euch lasse ich auch mal noch da hinten. Die Reiterei packe ich ganz da hinten hin, weil... Beziehungsweise mit der Reiterei könnte ich versuchen, mich irgendwo zu verstecken und dann irgendwie Quatsch zu machen. So, okay. Du bist hier. Ihr seid hier. Let's go. The Storm Dragon will lead you to victory. This is my vow. For the defense. Noch kann ich keine Drachenaktion durchführen. March for the Emperor.
Verlangsame den hier gerade eben schon mal so ein bisschen. So, jetzt geht's euch schlecht. Sie greift jetzt hier an. Ihr geht dahin. Dahin. Dahin, ihr wird schon geballert, das knallt. Ihr geht dahin. Fliegst da mal näher drauf zu. Genau, du kannst jetzt eigentlich schon wieder angreifen, die Fernkämpfer. Oh, sie räumt da ganz schön auf. Ich hole jetzt hier mal die Schützen hier so rein. Das sind Jadekrieger. Warte mal, ich greife die nicht im Nahkampf an. Sehe ich gar nicht ein. Wir reißen das hier ein. Du fliegst da weiter. Wir ignorieren dieses olle Teil jetzt hier einfach mal eiskalt. Du kannst schon mal das hier erobern gehen. Du fliegst da drüber und wirfst mal ein paar Bomben ab. Na, das hat den jetzt hier schon mal eingeheizt. Ihr geht dahin. Und du folgst dem ganzen Klatsch. Ihr geht noch damit hin. Ihr dahin. Dahin, die erobern das. Oh, da kommt Kaff. Stopp. Brace for Impact. And attack. Mache ich mit dem da die ganze Zeit. Momentan noch nicht allzu viel. Könnte den hier gerade eben mal einen Buff verpassen, dass sie das hier auf jeden Fall safe gewinnen. Jetzt macht dieses Teil da weg, ey. Es fängt an mich zu ärgern. Ihr könnt mal da hochrennen. Und ihr nehmt das da ein. Ja, die gewinnen das hier gerade eben easy peasy. So, ihr geht damit rein. Die fliehen hier. Von da kommt ja nichts. Das ist das Gute. Aber die Reiter haben Bock, ey. Ich sag's euch. So. Du kannst hier direkt nochmal angreifen, meine Liebe. Ey, die kämpfen immer noch. Tja, jetzt sind die Jadekrieger hier richtig, richtig tough gerade eben. Die haben das Ding ja gleich eingenommen. Oh, lol, die haben da sogar noch was hingebaut. Wie drollig. So, die ballern jetzt hier wunderbar da runter. Das gefällt mir. Ey, die kämpfen immer noch. Was sind denn das für Bauernreiter? Bum, 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 bum.
This is how I like it. Gewonnen, na also. Können wir direkt beenden. Wie schlimm ist es denn? Ach, nur 79. Das passt. Tatsächlich haben die meisten Kills Türme gemacht und dann kamen als nächstes hier die Bauernreiter. Also, ganz im Ernst, berechnend hätten wir das nie so gut hingekriegt. Sie hat 104 Kills gemacht, das ist nicht schlecht von Anfang. Und er hat 126. Na also. Wir werden das Ding einfach besetzen. So, wir haben dadurch nochmal 1000 Gold und einen Flügelfluchreif bekommen, was gar nicht mal so schlecht ist. Das könnte man ihr von Anfang auf jeden Fall geben. Denn sie fliegt ja selber und kann damit andere Flieger ein bisschen auskontern. So, halte die Kontrolle über eine ganze Provinz ist das nächste, was wir machen müssen. Das heißt, wir müssen nach Nam Lida runter, was jetzt halt echt mal wieder die Falle vor dem Herrn ist. Lass uns erstmal hier noch mehr Wachstum produzieren an dieser Stelle. Hier könnte ich jetzt Bauernreiter noch mit reinnehmen. Die habe ich übrigens gar nicht benutzt, aber ich werde auf jeden Fall nochmal eine weitere Einheit Bauernreiter hier mit reinnehmen. Und nochmal eine weitere Einheit Bauern-Speerträger für den Anfang. Wir haben Level-Ups. Sie hat sogar zwei. Gebe ihr auf jeden Fall den Marschierer. Und wir machen sie zu einer richtigen Bestie. Schwer zu treffen. So, was machen wir mit dir? Du bekommst natürlich die harmonische Konvergenz. Gut, 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 gut. Dann gucken wir nochmal auf die Diplomatie. Allerdings wird jetzt hier natürlich nicht viel gehen. Hier sind die Blutgurgler. Oh, die westlichen Provinzen. Ganz ernst, mit denen jetzt schon den Handel zu machen, das wäre es mir wert, Leute. Einfach um die Beziehungen jetzt von Anfang an zu verbessern. Das zahlt sich dann wahrscheinlich auf Dauer aus. Die westlichen Provinzen ist allerdings jetzt hier erstmal noch ein militärischer Zugang noch in weiter Ferne. Okidoki. Also, wir rekrutieren weiterhin Truppen, wir bauen weiterhin aus. Es sind keine echten Gefahren in der Nähe, die uns sofort angreifen könnten. Nächster Turn. Vielleicht erleben wir sogar noch eine Karawanen-Sache. Nee, erleben wir nicht. Wir haben einen Laura entdeckt da unten, das sind die Tiermenschen. Ah doch, wir erleben das. Unsere Truppe ist aber überraschend gut. Ja, komm. Hinterhalt, who cares? Wenn die jetzt nicht gerade nochmal hochgebufft worden sind von CA, glaube ich, dass man die mit dieser Truppe hier durchaus schaffen kann. Alleine letzten Endes die beiden Hellebardiere hier durften gegen die Ogre einen verdammt guten Job machen. Ganz im Ernst, ich habe schon deutlich schlechtere Karawanentruppen gesehen. Die können immerhin ein bisschen was. Das hat einfach von alleine gestartet, ohne dass ich einen Knopf gedrückt hätte. You do not fight alone. All Cathay stands with you. Ganz Cathay, auch wenn es weit weg ist. So, jetzt erstmal. Hä? Wo ist meine Maus? Pause. Also gut. Wollen wir es mal gucken. Ah, die kommen. Boah, die sind schon da. Okay, erstmal euch hier ganz schnell rüber. Dann habe ich euch hier, was niemandem was nützt. Ja, kommt mal ganz schnell dahin. Das sind Vielfraße. Oh Gott. Wie gesagt, das nützt leider keinem was. Die stellen wir da rein und dann go. Kann ich euch mal vielleicht aufstellen? Danke. Ja, die Jade-Lanzenträger müssen den ganzen Scheiß jetzt hier gerade tanken. Das ist natürlich jetzt nicht ideal. Ach, diese miesen Vielfraße, ey, komm, die machen wir jetzt hier weg.
Warum greift ihr im Nahkampf an? Das ist so ein Unfug. Kann ich euch mal irgendwo hinstellen? Danke. Okay, meine Reiter fliehen. Das ist großartig. Nicht. Die rennen da oben immer noch rum. Versuchen wir jetzt hier mal wieder da hinten hin zu retten. Ihr greift die mit an. Ihr greift hier mit an. Also gut, wir treffen sie gerade eben ganz, ganz gut. Der Balken wird zum Glück immer grüner. Okay, wir haben sie. Ich schicke euch hier auf die Flanke. Weiß nicht, ob ihr da reinballern könnt. Aber wir gewinnen. Oh, 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 da hat der Große aber gerade ganz schön gefressen. Okay, wir haben gewonnen. Wir können es beenden. Halleluja. Das hätte auch anders ausgehen können. Also, 220 Verluste war natürlich blöd, weil sie uns halt hinten die falschen Leute erwischt haben. Aber es ist immer noch okay, wir haben nichts verloren. Und es war auch nur eine einzige Ogre-Einheit, der Rest waren alles Knoblaus. Aber ey, die Ogre, die gehen da halt auch durch, ne? Wie ein heißes Messer durch Butter. Wir holen uns hier auf jeden Fall die Verlustverstärkung. So, wir sind dran. Die Ogre-Königreiche wurden vernichtet. Yeah! Keine Ogre mehr. Nein, Spaß. Jetzt müssen wir eigentlich hier Nan Li attackieren. Das wird auf jeden Fall ein bisschen knackiger, Freunde, werden. Das ist dieselbe Art von Siedlung oder ist es eine andere? Eine andere. Tja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.